Wo sind die ganzen Bogen, Heinis? Hä? Kommen die Viecher von der anderen Seite gerade? Heute? Diese Nacht? Dass die ganzen Bogen-Heinis zum anderen Gate rennen? Tower plus ein der Bildschirme, Maustaster. Oha, okay, cool. Das ging wirklich schnell. Respekt. Also, dass sie von rechts durchbrechen, glaube ich nicht. Wir haben so viele Towers und Mauern hier. Also, Autogeschütztürme. Ich glaube nicht, dass da irgendwer herkommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber die ganzen Geschütz-Heinis rennen gerade in die Richtung. Also gehe ich davon aus, dass links auch die Action sein wird. Ich hoffe, wir sind rechtzeitig. Oh, da schießt schon. Okay. Hä? Das war's schon. Haben wir uns echt den Stress umsonst gemacht jetzt, oder was? Okay. Ja, gut. Aber die stehen hier alle noch. Nee, Tag ist vorbei. Na gut. Oh, es regnet. Es regnet in die Mall. In den Mall-Teich. Teich. Nee, brauchen wir nicht upgraden, die Mauer hier. Sehe ich tatsächlich keinen Grund zu. Aber das Ding müssen wir upgraden. Sehr gut. Und jetzt sind wir wieder nicht nur ehrenlos, wir sind vor allem kohlelos. Ah, juckt, juckt. Oh, kennt ihr das? Auf einmal von jetzt auf gleich so übertriebenes Jucken. Heilige. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen aufhalten, dass wir die Münzen kriegen, Leute. Ah, okay, wir müssen noch ein bisschen sparen, damit wir nach links durchbrechen können. Aber ich würde auch weiterhin nach rechts expandieren. Ein bisschen Kohle brauchen wir noch. Okay, Toys Palace ist jetzt auch wieder unter Besetzung. Finde ich gut. Na, wir lassen das Abgegrade mal hier. Wir haben ja jetzt sehr viele Tower. Tauwar. Aber wir haben jeden gebraucht. Wir haben jeden einzelnen gebraucht. Das geht jetzt erstmal weiter nach rechts. Ich glaube, wir brauchen den nicht upgraden. Wir holen uns gleich die nächste. Das ist ein Kinder... Das ist... Ach, da spawnen dann Kinder vor, oder was? Vor diesen Hütten. Das sind vorher Camps gewesen. Und die kann man noch weiter upgraden. Okay, die Camps kann man upgraden zu... Oh, die sind hier kaputt gegangen, ne? Das war vorher nicht, glaube ich. Okay. Ich glaube, das hier war vorher aufgebaut, ne? Ah, wir brauchen Kohle, Leute. Kohle, Kohle, Kohle. Wie sollen wir die Hasen jagen hier? Hier sind doch so viele Hasen. Und andere Viecher. Mann, ey. Ich guck mal, ob es rechts ein paar Rehe gibt, die wir zerschießen können. Toll. Alter, jetzt! Ernsthaft? Die wir uns ausleihen dürfen. Ja, da kommen aber Viecher raus. Da bin ich die Münzen eher los. Okay, wir können hier erstmal nichts machen. Oh, das Hin- und Hergefahren macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich glaube, ich werde mir gleich ein schnelleres Moped nehmen. Auch wenn das mit dem Schießen echt cool ist. Aber das dauert.
Okay, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen ausharren, bis unsere Taschen komplett voll sind. Ja. Oder zumindest gefüllter sind. Ah, hier liegt schon mal ein bisschen was. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber das reicht nicht. Ich habe auch keinen Bock, ständig hin und her zu düsen. Na gut, die Mauer machen wir noch voll. Weil das tatsächlich die einzige Mauer ist, die hier noch aufgebaut werden kann. Beziehungsweise die ist die äußerste Mauer. Das lohnt sich dann. Weil die beschützt hier das... Geld, sage ich mal. Unsere Einnahmequellen. Da ist das schon wichtig. Ich finde es übrigens süß, wie die Kids auf den Hockern stehen. Ah, lecker. Oh. Das lassen wir mal mit dem Upgraden. So, ein bisschen noch, komm. Warum ist denn der eine eigentlich jetzt hier aufgestanden und spielt hier an der Arcade nicht weiter? Mist. Okay. Ich glaube, das reicht erstmal. Für den ersten Meter. Es wird schon wieder Nacht. Wenn man mitten in den Alpen wohnt, dann braucht man auch mal eine Schneefriese. Was? Was ist denn eine Schneefriese? Moment. Bin gerade verwirrt. Sind das nicht diese Dinger, die vorne rotieren? Oi. Das ist aber schon Gestratze hier von A nach B. So, jetzt würde ich gerne wissen, was passiert, wenn wir das hier upgraden. Hä? Ach, das spawnt direkt ein Kind. Und wir müssen nicht warten, wenn ich das richtig sehe. Ah, das ergibt so Sinn. Oh, nice. Mauer upgraden, wichtig. Aber teuer ist es. Aber teuer ist es. Also da, ich finde es ja gut, dass dann da direkt Kinder rausspawnen. Aber ich finde es teuer. Hä, warum kann ich hier jetzt keine rufen? Ah! Die Schuhe oben geben an, wie viele Kinder drin sind. Ja, jetzt ist ein Schuh weniger. Okay. Hä, jetzt muss ich die auch noch extra kaufen. Was soll das denn? Warum spawnen die denn nicht einfach wieder? Das ist voll teuer. Also, Real Talk jetzt. Oh, keine Kohle. Aber wir müssen die Mauer hier aufwerten. Oder wir machen das hier. Ich weiß nicht, was das hier ist. Können wir nicht machen, okay. Ah, okay. Als nächstes kommt die Base. Dann sind das hier gerade die letzten Verteidigungsebenen. Das sind jetzt gerade die letzten möglichen Verteidigungspositionen. Okay. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall upgraden. Und danach ist eigentlich nur noch möglich, das Hauptgebäude. Das Hauptgebäude upgraden. Damit wir angreifen können. Ah, halt. Reicht das? Nee, reicht nicht. Na gut.
Aber dass man sich die Kinder jetzt direkt einkaufen muss, finde ich ein bisschen blöd, muss ich ehrlich zugeben. Aber weiß ich nicht. Oh, na toll. Erstmal schießen kostet Ausdauer, wie man sieht. Ah, ich wünschte, man könnte wieder so alte Mauern hier hinten, die Mauern, die brauche ich ja alle nicht mehr, ne? Dass man die wieder verkaufen könnte und halt zumindest die Hälfte wiederbekommt. Falls man mal schnell Geld braucht. Naja, mal eine Schildmaid ausbilden. Aber dafür fehlen uns natürlich auch die... Kinder für. Eine Münze, na toll. Oh, das war's schon? Ach, Heilige. Ey, ich bin gerade nur am Hin- und Herfahren. Ist ein bisschen belastend, um ehrlich zu sein. Ich werde jetzt keine Bauarbeiter holen. Ist noch eine Schildemeide. Obwohl, komm. So, dass das Ding, dann sind die voll nämlich. Ich finde die nämlich super stark. In der Verteidigung und im Angriff. Ich glaube nicht, dass es einen Pegasus gibt, aber das gibt es vielleicht in den klassischen Kingdom-Teilen, die im Mittelalter spielen. Beziehungsweise Fantasy-Mittelalter. Vielleicht spielen wir die auch nochmal, weil das macht schon Bock, das Game, muss ich sagen. Aber ich würde Kingdom 80s erstmal gerne durchspielen. Hä? Ist nichts passiert. Okay. Hat hier einer Münzen? Please. Eine. Ah, nice. Ein Glück. Okay. Ich grade das trotzdem ab, auch wenn wir eigentlich die Base ausbauen wollen. Aber wie gesagt, das sind jetzt die äußersten Verteidigungsperimeter. Und die müssen stabil sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir brauchen, bis wir aktiv vorrücken dürfen. Slash können. So, okay. Dann lassen wir jetzt rechts mal in Ruhe. Oh. Ist aber auch ein Hin- und Hergerenne. Wenn das Wechseln der Fahrräder nicht so viel Geld kosten würde. Ne? Aber gut. Ich wünsche, ich könnte auch den Kollegas könnte ich diese Karre zum Schießen geben. Wie geht's dir, Loi? Ich hoffe, alles im Lot. Alles im Loi. Ich hoffe, es ist alles im Loi bei dir. Jetzt müssen wir... Wir haben keine andere Wahl, als auszuharren. Oder auch nicht. Okay. Nice. Ich glaube, wir können direkt die Base upgraden. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Ja, das sollte passen. Sehr nice. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bauarbeiter. Und ich upgrade links die Mauer eben. So, dann obwohl. Machen wir erstmal das. Nee, halt, stopp. Ah doch, war schon richtig. Oh, uns fehlen Talers.
Thalers und Monetos. Ah, okay. Sehr schön. Oha! Sehr gut. Okay. Ich werde jetzt mal... Oder ist der Tag schon vorbei? Ja, okay, das Tor ist schon leer. Wir können hier direkt upgraden. Okay. Ich glaube, das ist auch das Maximum, was wir upgraden können hier. Warum rennen die alle nach rechts? Okay, da war anscheinend noch was. Ich hoffe, dass da rechts die Mauern noch stehen. Und die ganzen Menschies. Was? What the heck? So, wir warten mal hier kurz, dass wir mal ein bisschen Münzen noch bekommen. Bevor wir jetzt nach rechts wandern und ein paar Kinder einkaufen. Die Mauer ist Maximum, der Turm ist auf Maximum. Nach links hin sind wir jetzt erstmal verteidigt, halbwegs, so gut es geht. Und wir brauchen unbedingt Kohle, Leute. Oh, das dauert mir alles zu lange mit dem Geldscheffeln. Gibt es hier nicht noch irgendein... Ich guck mal eben, wie weit nach links wir laufen müssten, um vielleicht noch was für Geld zu bekommen, aber... Posters? Ich fahr mal einen Meter. Wir gucken mal eben. Schön düster. Da gibt's noch einen Café oder so. Da ist jemand hinterm... Da ist jemand im Geschäft drin. Da ist der Knochen! Wir haben den Knochen! Oh shit. Ich habe gerade keine Ausdauer. Oh shit. Und jetzt schnell. Oh, Backe. Ich habe nicht drauf geachtet, was für eine Tageszeit ist. Schnell durch. Nein. Ah, wir haben zwei Münzen verloren. Aber das ist mir wert. Solange wir noch die den Knochen haben. Okay. Das ist okay. Zwei Münzen sind verkraftbar. Wir haben den Knochen. Das ist wichtig. Okay. So, sehr schön. Jetzt nehmen wir das Ding gleich mit. Oh, Alter, wir können nochmal upgraden. Aber später. Nicht jetzt. Jetzt erstmal geht's, weit her. Mond ist gleich vorbei. Blutmond kommt bald. Wenn ich den Mond so mir anschaue da. Uiuiuiuiuiui. Jawoll! Ein Stein, hier. Dein Knochen. Was? Hulweis aus der Vergangenheit zurück.
Hä, wie cool ist das denn? Okay, so viel dazu mit dem Hin- und Hergerenne. Wie geil wir da drin sitzen. Oh, ich hoffe, wir haben nicht unsere Bude abgefackelt jetzt. Nee, macht kein Damage. Okay. Oh, wie geil. So, wir brauchen aber jetzt erstmal Kinder. Wir müssen erstmal Kinder kaufen, Leute. Wie blöd, dass wir die so teuer bezahlen müssen. Aber gut. Ah, okay. Hat hier noch wer Münzen? Hat hier noch wer Münzen? Eine. Wow. Hier noch wer. Oh, hohoho, jawollo. Sehr schön. So will ich das. Und nicht anders. Oh, ich glaube, ich gehe gerade zu weit. Obwohl, nee, gar nicht. Ich wollte ja das Ding kaputt machen. Wie geil. Erst kauft er Kinder, lässt sich für sich arbeiten und dann beschwert er sich doch, dass sie so teuer sind. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ey, ich find's einfach mal voll geil, dass wir gerade den DeLorean fahren, ne? Zerstöre eine Pforte beim Einkaufszentrum. Oh, was ist das denn da? Gucken wir gleich mal. Erstmal. So. Was ist das denn? Oh, oh. Eine Truhe. Ach, das ist hier ein, wie heißt es? Hier so ein Geisterfänger. So ein Geisterfänger von Ghostbusters. Ah, wie heißen die Teile? Oh, Micha, ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Ist das geil, ich kann einfach über die drüber brettern. Okay, ich liebe die Karre. Die ist schnell und die hat Dampf unterm Arsch. Sehr, sehr cool. Mag ich gerade sehr. Das ist bisher das beste Fahrzeug, was wir gefunden haben. Sehr, sehr schön. Und erstmal den kompletten Perimeter wieder ausbauen. Sicher ist sicher, Leute. Bevor es gleich weitergeht. Wird gleich schon wieder Nacht. Okay, warum kann ich das hier nicht? Okay. Achso, weil die Mauer wahrscheinlich nicht zu Ende gebaut ist. Die wird ja immer, also die geht ja immer wieder kaputt. Eigentlich möchte ich jetzt was spielen, aber habe irgendwie auch keine Lust darauf. Hab BG3, CP77 und AC Valhalla zur Auswahl oder was ganz anderes. Ganz ehrlich, wenn ich so einen Moment habe, dann kann ich dir nur empfehlen, etwas Kleines zu spielen. Etwas, das nur eine kurze Session ist, so 5 Minuten geht oder so. So eine Runde Vampire Survivor oder so. Aber Leute, wir haben Blutmond. Ihr wisst, was das heißt. Nix anscheinend. Okay. Sehr wenig heißt das. Fast nichts. Alter, wie lange es dauert, die Mauer aufzubauen. Ich hoffe, dass auf der anderen Seite alles gut ist. So, können wir das Ding jetzt holen? Hä? Immer noch nicht? Was brauchen wir denn hierfür?
Ha. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal Richtung... hier in die Richtung weiter. Und gucken, dass wir das Gate plätten. Sicher, sicher. Achso, Moment. Wir bräuchten eigentlich ein paar Kinder, ne? Naja, egal. Ah ne, wir haben hier eine Schildmaid. Sehe ich gerade. Hat uns jetzt 2 Münzen gekostet. Naja, damit kann ich leben. Sehr schön. Das ging gar nicht mal so lang. Also es hat gar nicht mal so lange gedauert. Hä? Voll gut. Und da ist schon direkt das letzte Stück. Oh shit. Rückzug! Rückzug! Oh shit, wir verlieren gerade alles auf der Seite. Oh nein, weil ich zu forsch war. Das Ding ist kaputt. Oh nein. Oh shit. Sollen erstmal alle wieder zurückkommen. Mist. Aber das hier habe ich noch nicht verstanden. Was das hier mit dem Schirm auf sich hat. Hm. Kurz mal ein paar Kinder einkaufen. Okay, jetzt sieht es aber gut aus, ne? Okay. Wir brauchen unbedingt noch so eine dicke Karre. Und weiter geht's. Ah, okay, durch das Feuer wird er nicht automatisch schneller. Das habe ich gerade gedacht. Eieiei, haben wir gerade ein bisschen was verloren. Honkai Star Rail anmachen und das bis zur Story weitermachen. Ich glaube, ich habe nichts, was 5 Minuten lang geht. Ah, okay. Naja, also so geht's mir dann, ne? Wenn ich dann irgendwie... Also ich habe meistens sowieso kaum Zeit für größere Sessions. Große Story-Missionen oder so. Oh, nee, Cola alle. Daher landet es bei mir meistens auf so... endet es meistens bei so kurzen Games. Oder halt hier im Stream, ne? Oh, was? Oh nein, die sind hier komplett durchgebrochen. Oh, bitter. Oh, shit. Oh nein, deswegen ist überall Gras. Oh, Heilige. Oh, das ist nicht so gut. Deswegen, ui. Deswegen gibt es gerade auch so wenig Geld. Also, die haben jetzt hier Viecher erlegt wahrscheinlich, damit man überhaupt noch ein bisschen Kohle kriegt. Oh, blöd, ey. Müssen wir erstmal hier wieder komplett aufbauen. Das war, glaube ich, der Blutmond, wo auf der rechten Seite nichts los war. Shit. Und ich wollte nur rechts durchbrechen, dass von rechts keine Viecher mehr kommen, dass wir uns komplett auf links konzentrieren können. Mist. Ah, so, jetzt ist die Arcade erstmal wieder bespielt. Das ist gut. Hier gibt es wieder ein bisschen Geld. Hier kommen ein paar Leute wieder. Oh, nice. Sehr gut. So, wir brauchen aber jetzt erstmal das Ding wieder. Und das Ding wieder. Oh, 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 Heilige. Okay, nice. Kohle kommt rein, Leute. Wichtig. Sehr wichtig. Okay, die beiden sind wieder full. Und den hier machen wir auch wieder full. Oh, stellt euch mal vor, die wären komplett durchgebrochen. Die sind zum Glück nicht bis hierhin durchgebrochen. Dann machen wir die Mauer auch voll. Heilige. Das war schon knapp.
So. Und mit dem Ding müssen wir jetzt bis zum Ende fahren. Wieder. Weil das halt kurz vor Peng kaputt gegangen ist. Okay. Ja, ich weiß, ich fahre gerade in die Richtung. Ich weiß, ich will gerade noch mal ein paar Münzen mitnehmen. Okay, hier gibt es keine Münzen mehr anscheinend. Mist. Okay, okay. Nehme ich zurück. Und jetzt, weiter geht's. Okay. Ja, gut. Hätte ich auch einfach lassen können. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder eine Münze ausgeben, damit der stehen bleibt. So, wir müssen Kinder einkaufen, ne? So. Jetzt finde ich aber irgendwie doof. Vorher konnten wir die, sind die halt von der, in der Zeit gespawnt. Und dann hat man denen einfach Münzen geworfen. Aber ja. Und warum ich das hier nicht holen kann? Mit dem Herz? Verstehe ich noch nicht. Aber gut. Obwohl, eigentlich brauche ich hier gar keine Turrets mehr. Und Mauern. Wenn wir das Ding platt haben, dann ist es eh vorbei. Dann kommt von rechts ja keiner mehr. Ja, nice. Dann hoffe ich, dass du hier ein bisschen entspannen kannst. So, alle sind da. Würde ich sagen, Angriff, wa? Okay, ich musste, scheiß auf die Münzen, ich musste da reinbrettern, damit die Flammen abgehen. Yes, baby! Nice. Oh, was passiert da im Hintergrund? Wir haben eine schwarze Sonne, eine Sonnenfinsternis. Und schon wieder kommen zwei Mannequins runter. Das habe ich immer noch nicht verstanden, was das zu bedeuten hat, ne? Auf irgendein Spiel oder so der 80er hat das, ist das eine Andeutung. Aber ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, welches. I don't know. Auf jeden Fall sind wir von rechts jetzt safe. Da kommt jetzt nichts mehr an. Einfach aus Prinzip baue ich hier nochmal was auf. Dass zumindest auf Stufe 1 was gebaut ist. Aber ich glaube nicht, dass wir das nochmal brauchen werden. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Atari-Game zu tun. Wenn da die Dinger runterkommen. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Atari-Spiel zu tun. Ich bin mir aber nicht sicher. So, ich glaube aber... Ich glaube, das reicht, oder? Ja, ich glaube, das reicht. So. Ich glaube, von rechts brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Was es hiermit auf sich hat, habe ich noch nicht verstanden. Ein Herz am Baum. Irgendein Secret ist es. Vielleicht, dass man nur zu einer gewissen Tageszeit hier Münzen abgeben kann? Ansonsten müssen wir mal googeln oder so. Ah, ich habe keine Münzen für neue Kinder. Und wie gesagt, egal wie oft ich es sage, es klingt immer falsch. Es wird nicht besser, glaube ich, indem ich es noch öfter sage. Was hat es nur mit dem Herzbaum auf sich? Man braucht irgendeine Voraussetzung, damit man da,
Arbeitskräfte oder Arbeiter. Ist ja langweilig, ist ja zu normal. Helfer. Aber es sind doch Kinder. Es sind ja schließlich Kinder. Egal, was ich sage, es sind Kinder. Es hat sogar das Spiel gesagt, dass es Kinder sind. Alter, Münzen, nice. So, jetzt können wir endlich das Portal hier links mal platt machen. Von rechts brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, das ist sehr schön. Sehr gut. Nice. Und ich würde direkt weiter donnern. Mal gucken, was passiert, wie weit wir kommen. Ah, okay. Ich kann das Vieh leider nicht mit Dings abschießen. Schade. Mit dem Feuer verbrennen. Oh, okay. Okay, wir gehen mal auf Rückzug. Uiuiuiuiuiui. Okay. Oh nein, wir haben einen Bogen verloren. Wir haben ein Bogenkind verloren. Okay. Aber wir konnten hier direkt eine Münze zuwerfen. Speichern. Okay, wir haben den Angriff überlebt. Ich würde sagen, wir gehen bis zum nächsten Gate. Und dann gehen wir zurück. Das Gate machen wir noch platt. Jetzt Rückwärtsgang. Wir warten noch, obwohl wir warten noch, bis die ankommen. Und dabei... Oh, Münzen. Okay. So viel dazu. Ah, da ist ja schon direkt das nächste Gate. Ja, komm, was soll der Geiz, oder? Okay, so viel dazu. Oh, shit. Oh, shit. Unbedingt Rückwärtsgang einlegen. Sehr gut. Oh, da kommen ja noch mehr. Oha. Gleich in unserer Base zurück. Kann sie das Ding bitte vorne reparieren? Reparier das schneller. Mist. Hat sie nicht mehr geschafft. Aber jetzt. Sehr gut. Und weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Leute, das Brennen war jetzt komplett durch einmal. Wir machen die Gates jetzt Stück für Stück platt. Der da zweimal draufhaut. Okay.
Und da schon wieder haben wir irgendwas erzürnt. Und da ist schon das Endgate. Okay, so weit gehen wir jetzt nicht vor. Wir gehen jetzt erstmal